Hallihallo und herzlich willkommen zu einem YouTube Stardew Valley Video Extra Dingens. Wir hatten Lust zu spielen und dann haben wir uns überlegt, wir nehmen es einfach auf. Genau. Und dann machen wir doch einfach mal weiter hier. Polling! Ist dein Controller schlafen gegangen? Ja, wunderschön sonniger Tag. Ah, sowas. Ah, ich habe Post. Fischer gesucht. Ich brauche ein gutes Exemplar eines Kugelfischs. Ich arbeite gerade an einem Experiment zu dem Toxin der Kugelfische. 1000 Gold von Dimitrios. Ja, dann gucken wir mal. Haben wir noch welche rumliegen? Kugelfische? Oder muss ich an den Strand gehen und welche versuchen zu fangen? Die ersten Äpfel und Pfirsiche sind. So, dann hier hinten sind noch die Kühe. Ja, hallo Kuh, du bist draußen. Hallo Kuh. Ja. Hallo Baby. So, und dann geht's hier zu den. Ja, hier, ich hab doch eben gedacht, da, hier. Dass die sich aber auch immer hier verstecken. Und so. Fehlt noch jemand? Nee. Okay. Glaube ich. Sehe ich gleich dann. Gucken wir doch mal. Die Katze habe ich noch nicht. Aber der Rest ist alles geknuddelt. Gut. Katze muss ich eh gucken, wo die rumrennt. Ach, meine Idee. Ach, ist der Stall eigentlich fertig? Die waren nicht mehr da drin. Nee, die waren nicht mehr im Stall. Soll ich gucken, ob Robin noch drin steht und rumhämmert? Aber das müsste man gucken. Und wenn, dann ist da so ein. So ein Hammer. Ja, ne, ist weg. Ja. Ja, das ist, sieht erweitert aus, ja. So, dann. Dann kann man eigentlich die nächste Stufe entweder von dem Stall oder erst warten und den Keller machen. Ich krieg einen Stör. Was ist denn mit dem Stör? Ja, erstmal aufheben. In dem einen Teich sind Störe. Weiß nicht, ob da mittlerweile Platz ist. Ich schmeiß ihn jetzt einfach hier rein. So. Wenn die Katze sich an den Pfoten leckt, sieht es aus, als würde sie die Pfote hochnehmen und so kichern, weißt? Mhm. So. So. Aha. So, erstmal Geoden aufbrechen. Einmal davon, bitte. Was ist das? Ein Fischeintopf. Ja, dann. Noch was an oder habe ich es schon verpasst? Gute Frage. Da habe ich irgendwas. Ah, Gunther will die Trommel noch haben. Dann. Na, hast du schon alle aufgemacht? Ich habe jetzt alles aufgemacht, ja. Okay.
spenden. Belohnung. Oh, den Espresso kannst du mal mitnehmen. Da, Stahlgießkanne. Und hast du schon Kugelfisch? Ja. Oh, hier liegt ja ein Ticket für mich. Ah ja, von der Aufgabe von Robin. Mit Robin, ja, genau. Wäre schön. Diese Kiste noch mitzunehmen. Und Wahnsinn, eine Blüte. Das. Den Thunfisch, hä? Wahrscheinlich. Wenn der immer so erst so hoch. Das könnte dann. Wenn jetzt was auch ein Thunfisch. Ich hab mal Kugelfisch. Ich auch. Ich habe nicht schnell genug gedrückt. Aber dann haben wir schon mal die Kugelfische für Dimitrius. Hat der runter noch nicht gesehen. Häng mal einmal. Und dann muss ich mich noch mal darum kümmern, dass ich mit Alex noch die Herzen voll mache. Mhm. Ja, ich warte jetzt auch noch. Wo ist der eigentlich hin? Er ist dir doch entgegengekommen, ne? Ich glaube, ja. Aber wo der dann hin ist? Hey, danke. Eier sind toll. Ich rieche eine Grillparty. Verdammt, ich hätte gerade echt gerne einen Burger. Es sieht nach einem guten Tag zum Schwimmen aus. Okay. Noch ein Herz. Aber ich bin für die Woche, habe ich schon die Geschenke verteilt für Alex. Ein Tintenkind müsste ich killen. Waren die so ab 60 oder sowas, ne? Ich glaube, ja. Das waren diese Runden. Die Runden, die dann Feuer speien. Ja.
Dann kann man irgendwie ab 100 oder irgendwie gucken. Oder schon früher. Ja, ja, oder ab 80 oder sowas. Ab 80, ja. Guck ich doch mal. Ah, das Bett ist fertig. Ja, ganz ja. Deluxe 4 Pfostenbett. Ah. Wo ist denn Dimitrius ist nicht da. Ist er draußen? Ja, das weiß ich noch nicht. Das sehe ich jetzt gleich. Da ist er nicht. Das ist Maru und Robin. Am Teich oder so? Die Abigail spielt Flöte. Manchmal steht er hier oben und macht Notizen, ne? Aber das ist er auch nicht. Hast du schon? Mhm. Wo warst du? Da. Das heißt, im Prinzip sollte ich vielleicht... Ja, gut. Ja, kannst du auch 90 oder so. Ja, oder ich fange jetzt einfach hier an und dann gucke ich, ob ich... Aber dann muss ich jetzt erstmal die Leiter finden, ne? Da ist er doch. Lila Pilz. Ja, aber jetzt gucken wir erst, ob da was ist. Muss ja eh noch Schattengeister killen. Ach, jetzt kann ich eh nicht zum... Der hat ja schon zu. Der hat schon zu, ja. Natürlich finde ich jetzt keinen von diesen Dingen. Hier könnte vielleicht einer davon rumschweben. Offensichtlich nicht. Gut, aber du hast ja noch... Am nächsten Tag musst du auf jeden Fall. Und ich denke mal, da kriegst du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehe ich dann. Und weiß auf jeden Fall. Aber sowas von. Das heißt, die Fischkiste müsste ich auch mal vergrößern, ha? Nein, Leute. Habe ich denn sonst noch? Also. Fasern.
Steine. Das zeitlich noch reicht. Nein. Nein, das ist nicht die richtige Kiste. Das ist die richtige Kiste. Bett. Bett. Kann ich doch nicht verkaufen. Oh Gott, Baum. Welche Streise? Tja. Oha. Ja, das sind halt da wieder 350 für ein Hecht. Tja, Königin der Soßen. Karpfenüberraschung. Clown Sonic, okay. Bin mal gespannt, was die Sachen bringen. Also entweder den Stall jetzt noch weiter erweitern von den Kühen. Ja, warum nicht? Oder ein Pferdestall. Mhm. Also, kannst du der Katze den Napf auffüllen? Muss halt nur meine. Aber meine Gießkanne ist bei Clint. Das Holz reicht. Die, die ich liebe, von Abigail. Küken geschlüpft. Ah, Küken geschlüpft. Eis. Fisch. Dann können wir uns schon Schafe. Mhm. Und beziehungsweise Schweine, meinte ich. Oh! Er bin in seinem Zimmer. Oh, hallo, warte kurz. Er ist beschäftigt, ich sollte gehen. Bleiben, ich soll doch warten. Naja. Okay, Entschuldigung, ich wollte nur meine Arbeit zuerst beenden. Aha, alles klar. Woran arbeitest du denn? Ich arbeite freiberuflich als Programmierer. Mhm. Das war eine Nachricht von Sam.
Er will sich anscheinend treffen. Ah, ich will heute nicht wirklich nach draußen. Ja, dann sag doch. Oh, hi, Caro. Ja, was willst du denn jetzt? Basti, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich hier reinkomme, aber ich habe Abigail im Laden getroffen und sie meinte, sie würde nach dir suchen. Hast du ihr gesagt, dass ich arbeite? Hab ich, aber sie meinte, sie würde vermutlich trotzdem mal vorbeischauen. Niemand nimmt meinen Beruf ernst. Keiner belästigt Maru, wenn sie in der Klinik arbeitet. Denkt jeder hier, dass ich den ganzen Tag nur im Internet surfe? Die Leute glauben das, ja. Frag ihn nach seinen Karrierezielen. Frag ihn, warum er seine Freunde nicht sehen will. Das hat er doch gerade eben gesagt. Ich will nicht so dumm sein wie die anderen. Vollpfosten. Naja, ich versuche es zu sparen, damit ich hier ausziehen kann. Vermutlich in die Stadt oder so. Weißt du, wäre ich zur Uni gegangen, würde ich vermutlich gerade 6-stellige Beträge verdienen. Aber ich will nicht Teil von diesem Firmenwettlauf sein, verstehst du? Das und ich fühle mich hinter dem Bildschirm wohler als im direkten Umgang mit anderen Menschen. Ja. Dann komm doch mit zu meinem Teller. Hm? Achso, ich habe noch keinen. Beta. Naja, ich sollte zurück an die Arbeit. Ich muss dieses Modul bis morgen fertig haben. Na ja, ist doch gut. Dann gehe ich jetzt wieder. Muss ich jetzt außen rumlaufen? Hast du keinen Platz für die Kiste? Nee, im Moment nicht. Aber ich kann in sein Haus. Also ins Haus kommst du ja die ganze Zeit also, schon, aber in sein Zimmer. Das mag ich am liebsten. Woher weißt du das? Ja, ist halt so. Ich gehe normalerweise nur nach draußen, nachdem es dunkel geworden ist. Klingt das für dich merkwürdig? Nö, würde ich auch machen. Wo ist denn der Demetrios? Ach, guck mal. Maru hat Besuch von Penny, aber ich darf nicht dazu. Alles klar. War wie vom Erdboden verschluckt. Naja, dann gucke ich mal draußen. Demetrios, wo bist du? Ja, wo ist er? Ja, das ist eine gute Frage. Wo tritt er sich? Ich weiß es vielleicht nicht. Irgendwo in der rennt er irgendwo in der Stadt rum. Vielleicht ins Gemeinschaftszentrum. Hast du mal auf die Karte geguckt? Ach so, wir haben noch eine. Und warst du schon beim Zauberer? Nee. Oh Mist. Ja, da muss ich heute noch hin. Glaubst du, ich würde dieses dumme Viech finden? Ich weiß auch nicht, was, warum das alles so. Ja, bei mir, ich bin rein und im ersten. Ah ja, das hatte ich ja auch schon so rumgeheißt. Ja, wo. Ja. Und dann gibt's Dings? Nö. Ich bin nicht da. Gut, dann kann ich halt die Schattengeistergeschichte noch machen, weißt und so weiter, aber. Ist halt auch nicht das, was du jetzt gerade. Ja, eben. Weißt du was? Zauberer kann ja gestohlen bleiben. Okay, guck ich lieber, dass ich Demetrios den Dings gebe. Den Kugelfisch. Ja. Harz braucht kein Mensch. Tintenfisch. Ah, plus 5 Verteidigung.
kaufe jetzt einfach mal den Tintenfisch. Wo rennt denn der Dimitris rum? Der war eigentlich noch in der Stadt. Aber vielleicht triffst du den ja, weil du da ja gerade eh in der Ecke bist. Dass der da sozusagen nach Hause kommt. Warte mal, soll ich mal auf der Karte noch gucken? Ja, er ist immer noch hier. Okay, das heißt, ich komme... Gemeinschaftszentrum, also draußen. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Sam? Soll ich mit dem nicht auch noch irgendwie so ein paar Herzmomente? Nein, ich möchte den Kugelfisch nicht essen. Das wär's jetzt noch. Ja, genau. Ach, Sam ist, glaube ich, am Strand noch, ne? Oh ja. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Okay. So, und schwupp, und schwupp, schwupp, schwupp. Brauche jemanden für mein neues Projekt, Maro. Ja, gerne. Musst halt nur bis zum nächsten Tag warten. Ach, die Pilze. Ja, Pilze. Blub und blub. So, warte mal. Ich wollte... Dunkelblau. So. Da habe ich jetzt gerade mal zwei Herzen mit Sebastian. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die Mayonnaise. Mal machen. Hast du die Eier einfach so alle mitgenommen? Ja. Und ich war noch nicht bei Gunther. Weil du da gerade vorbeigelaufen bist. Ja, nix mi. So ist halt. Ich würde gerne mal wissen, was ein Tintenfisch, ob ich den auch... räuchern kann. Ja, klar, natürlich. Also ich wüsste nicht, warum er ihn nicht räuchern können sollen dürfte. Wollte ich denn... Irgendwas wollte ich jetzt noch machen, aber ist schon wieder... Ah, weißt du was? Ich muss jetzt einfach ins Bett legen. So. Und willst du noch eine Käse? Eine Käsepresse bauen? Ja gut, aber die Ressourcen dafür haben wir ja. Ich könnte mir vorstellen, dass geräucherter Aal gut auch gut bringt. Weil Aal ja alles mal. Müssen wir alles mal machen. Ausprobieren. Ja. Hab ich das schon mehr angeguckt? Nee, hab ich nicht. Offensichtlich nicht. Sonst hätte ich noch mal bis Mittwoch warten müssen.
Die Wiederholung. Okay. Uralte Fruchtgelee. Gibt gleich mal 1600. Und der Fisch? Oh ja, 500 pro. Der Tintenfisch 420. Okay, die gibt, weil sie schon Iridium-Dings war, gibt dann 700. Und die goldenen geben 525 pro Stück. Cool. Ja. Ja, ja, ja. Ah ja, es ist halt tatsächlich, wenn der Grundwert ist, wenn der schon hoch ist, dann und du träucherst, dann gibt's nochmal. Gas hat. Und meine Stahlgießkanne ist bereit. Das ist gut. Wunderschön sonniger Tag. Nicht so weit. Da. Ja, hier, ich hab doch gesehen hier. Oh, da fehlt doch noch jemand. Ja, genau. Prinzessin. Wo ist Prinzessin? Da ist Prinzessin. Nein. Da. Warum kommst du hier rein? Hm? Warum? Drin, da kam plötzlich eins von den Hühnern rein. Oh ja, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt oben angefangen habe, aber okay. Noch 10 Minuten warten. Maro! Ich habe hier einen Diamant. Muss die nicht arbeiten? Ja, die fangen doch immer erst um 10 oder sowas an. Jetzt kann man sie, aber ich habe keine ja, Möglichkeit. Den hab ich. Im Melk. Ja, ja, die Melkmaschine hast du, oder den Melkschemel, Eimer, Gedöns, Dingens, Bums. Oh, sie kommt. Darf ich in dein Zimmer? Ja. Ja, die ist ziemlich weit unten noch. Ein Herz. Tja. Juhu! Jeder ist so glücklich in der Sonne, ich versteh's nicht. Zu Clint. Morgen ist wieder der Buchhändler da. Mhm. Stahlgießkanne, das ist schon mal gut.
Robuster Ring. Das ist Schiefer. Bam, bam, da, 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 da. Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten hier dann. Oh, wir schreiben. Achso, hast du die? Willst du die? Weiß nicht, ob du auch eine abholen kannst. Ich guck jetzt einfach. Ja. Hey, wie läuft's? Das ich bin hungrig. Nicht. Man sieht sich. Ich habe eine Idee. Es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fischen wir nicht ein bisschen heraus? Also. In 7 Tagen. Die Frage ist, wie viel möchte er haben? Ach komm, Mama. Hey, nette Sonnenbräune. Zwanzig Müll. Weiß ich doch, was ich jetzt mache. Vielleicht in unserem Teich angeln. Ja, eben. Und ich guck, was ich hier rausfischen kann. Genau das. Geht das auch zum Müll? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich kann auch in die Mine gehen, wenn das zählt. Mhm. Ja, klar. Kannst ja dann gucken, ob das dazu zählt, wenn du in der Mine bist. Und du Müll gesammelt hast oder gefunden hast. Und dann kannst du gucken, ob es zählt. Mit einer Brille. Und 6 Stück. Sind das die, die ich habe hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das ist jetzt nicht gezählt. Muss mal gucken. So, jetzt müssten wir 10 haben. Jetzt müssten wir 11 haben. Ja. Habe ich mich unter Umständen geirrt. Produktiver hier.
Ja, aber wir haben ja schon rausgefunden, dass ich hier aus dem aus diesem Teich da nur Müll zu fangen habe. Und wenn wir jeweils zwei Stück rausnehmen, immer so. Haben wir jetzt schon angebissen, oder? Ne, ich glaube nicht. Noch vier. Weißt du, wenn ich nebenbei wenigstens auch noch dieses Gelee kriegen würde? Mhm. Ich habe ja auch ein bisschen gebraucht, bis bei mir das Gelee rauskam. Ja, super. Eine geheime Notiz. Ja, jetzt super wichtig. Ja, das müssten die. Ja, die 20 haben wir jetzt. Hier sind wir jetzt zum Bahnsteig. Kannst du vielleicht noch anderen Müll und die Georgia Cola nicht? Okay. Du meinst, ich ersetze die drei Georgia Cola durch drei. Oh ja. Dings. Da habe ich jetzt 10, 15, 16. 16 Müll habe ich dabei. Ich bin so doof. Ich hätte vielleicht oben rumlaufen können. Wo läuft's nur denn? Oh, ganz schön, ey. Hallo! Ah, jetzt muss ich ihm auch was geben. Ich habe einen Reiher Grazil durch den Morgennebel stolzieren sehen. Das sind die Schätze eines stillen Lebens. Ja, was soll ich ihm denn, Grünalger? Ey, das ist kein Müll. Damit kann man Dinge machen. Du kleiner, blöder Pelzkopf. Hast du keine Kaktusfrucht oder sonst irgendwie nee. Was? Nee. Eieiei. Nicht für den. Nie wieder. Oh, guck mal, 40 Aushilfe gesucht. Ja, Aufträge haben wir schon abgeschlossen. Cool. Ach. Jo. Ich hab mit ihm wahrscheinlich nicht so... Ah, doch! Sascha, komm, stellen wir dir ans Feuer. Fühlt sich großartig an. Das ist halt, wenn man ihm was zu essen bringt. Und nicht Grünalge. Ich hatte überhaupt gehofft, dass du vorbeischaust. Ich hab auch das gekriegt. Das ist auch mit dem wilden Köder. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir am Anfang so misstraut habe. Aber die meisten Leute behalten mich nicht. Bla bla bla, vorsichtiger sein, bla bla bla. Aber nur ungewöhnlich nett zu mir. Ich denke, dass wir gute Freunde sind. Prinz. Hey, ich will dir etwas zeigen. Komm rein. Ein Geheimnis. Ein unterirdisches Riesenareal. Der klingt so alles verkehrt. Fischköder, Denkpatten. Ja, den habe ich auch gekriegt. Nur ich habe bei mir übersprungen. Tja. Sowas merkt sich Linus. Ich mache doch auch nur Spaß. So, was habe ich denn jetzt noch irgendwie rumliegen? Ah ja. Was? Die zwei CDs. Wir können das da rein. Ah, die. Die könnte ich lesen. Ach, das ist jetzt dann wieder vom. Aber von wo? Was ist das? Von.
Eine gute Frage. Ist das der Brunnen oder irgendwie? Ah, weiß ich nicht. Schwuppdiwupp. Gleich wieder 8.500 eingesammelt. Der Buchhändler ist in der Stadt. Oh, Sturm. Heizsache, danke, dass du mir geholfen hast, das Tal zu säubern, das Gewässer, bla bla bla, Fasern anbauen kannst. Ich hoffe, es ist nützlich. Fasersaatgut, ja, okay. Und was habe ich da noch? Sehr geschätzter Kunde, Piers. Oh, gibt 490 Gold für. 2500. Für? Vom Bürgermeister, du bist so eine große Hilfe. So, und ich? Und von Shane habe ich Paprika-Popper gekriegt. Was und du? Wo ist denn Also meine auch zweieinhalb? 450. Ja, ich habe von Pierre die, dass ich Bonusprogramm-Gedöns gekriegt. Nee, habe ich halt nicht gekriegt, ne? Warte mal, die Früchte nehme ich mal hier raus. Die sind eigentlich, können die in den anderen. Ja, die andere Kiste hier. Da kommt das Zeugs rein. So. Ah, dann habe ich hier noch zwei davon, die. Noch hier hinten hin. Ja, hallo, Ente. Quack, quack. 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 Oder so. Wo ist der Rest? Ah, hier, hallo. Schub, schub. Sehr schön. Brauchst du eigentlich wieder Eier? Ah, gute Frage. So, warte mal, ich muss mal gucken. Ah ja, ich kann mir ja wieder Geschenke machen. Mir stehen die mit. Ja, bitteschön. Ja. Bitte. Käsepresse haben wir noch nicht, ne? Nein. Eigentlich bräuchten wir mal eine. Ist da normales Holz mit dabei? Eine Werkstatt. Aber die haben wir noch nicht. Wir haben den. Ich glaube, da musst du mit Ja, die dem kann man mir bei Robin eigentlich kaufen. kaufen. Ja. Weil ich weiß, dass man irgendwann ein Rezept dafür kriegt, aber ich kann ja halt nicht sagen, wie Ich glaube, lange das noch man, dauert. ja, man muss, glaube ich, mit Robin irgendwie ein paar Herzchen haben. Stein und Kupferfarben. Ja. Ah, das fühlt sich gut an. Und nie so sauer. Ach, das setzt das. Und das gilt auch für mich. Dann gucke ich doch mal, ob es da was zu kaufen gibt. Es ist Dienstag. Nichts gibt's zu kaufen. Jo.
Wie sieht's aus? Jetzt ist ja bei Mani auch nicht vorbeizuschauen, weil die nicht anwesend ist. Hm. Wegen Aerobic. Die Hühner hast du aber gemacht, ne? Hühner habe ich gemacht, ja. Ja, die Mani läuft ja gerade auch zu Pierre rein. Ja, wahrscheinlich. Aerobic. Ich habe mit dem schon. Oh, hi, es ist nett, dich wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Und wenn meine Haare bei den Ladies nicht so gut ankommen würde, würde ich sie komplett abrasieren, das schwöre ich dir. Das Leben kann echt hart sein, ja. Wirklich sehr hart. Warte mal, was kommt denn bei mir eigentlich noch an dem Automaten? Wobei, vier von denen. Ja, jetzt haben wir das ja halt doch mal ein. Wer bin ich denn als nächstes? Bomben. Und dann die Mitte und dann kommt. Also dieses das Ding, was wir unter Umständen brauchen. Caro, ich wollte dir gerade einen Brief schreiben. Ja, wer glaubt, wer es glaubt. Die Unterlagen sagen, dass es Zeit für deine jährliche Kontrolluntersuchung ist. Okay. Hab ich die auch? Aber keine Sorge. Nö. Es ist kurz und schmerzlos. Bitte folge mir. Muss ich mir das jetzt geben? Okay, halt bitte still. Oh, du kannst aufhören. Ich muss nur noch deine Werte überprüfen. Ja, mach doch. Willst du schon sehen, was du davon hast? Dein Puls ist hoch. Ich bin ein wenig nervös. Oh, Krankenhäuser machen dich nervös, was? Versuch einfach, dich zu entspannen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, du scheinst sehr gesund zu sein, ja. Ich werde mich schon nicht überarbeiten. Danke, dass du gekommen bist. Aber willst du das denn wissen? Nein! Nein! Nein, warum bin ich denn Mann? Warum bin ich denn raus? Ja, ein Dehydrator ist das. Das ist tatsächlich ein Dehydrator. Wo ist denn jetzt Maro? Die ist doch hier drin. Ich habe ja schon alle gesehen. Bei Pierre? Bei Harvey war das. Ja, aber wir haben Dienstag. Ich war doch gerade eben drin. Ja, dann okay. Aber jetzt bist du draußen. Jetzt darfst du nicht mehr rein. Da, guck. Da kommen die Affen. Tja. Da ist aber Maro noch drin gewesen. Und der wollte... Der will ich bestimmt nicht das Ei geben. Eine Erdbeere. Butt. Ich habe Erdbeeren. Ist sie gerade raus? Ja.
Pfirsich. Pfirsich haben wir. Ist das? Ja, das ist was. Pfirsich. Sebastian ist mein Halbbruder, falls du das nicht schon wusstest. Wir sehen uns kein bisschen ähnlich. Benötigt für... Uns fehlt noch ein Pfirsich. War doch klar. Das ändere ich jetzt sofort. Juhu! Bücher kaufen. Buch der Sterne. Nö. Bergbau? Nö. Holzfäller. Weg des Windes. 15.000. Ja. Ah, ich weiß, na, da hole ich mir lieber einen Pferdestall. Spatenmütze. Will denn schon eine Spatenmütze? Aber er ist ganz nett, so ein Buchhändler. Tja. Ah, Kaktus haben. Aber wir müssen jetzt endlich mal auf den Keller. Ja, ne? Damit man, diese ja, Fässer, ne? Die Fässer machen kann, ja. Ja, und für das Kino, weißt, da müssen wir auch noch Sachen, wir müssen noch Dinos finden. Ja, ja. Wo laufe ich denn? Da geht's doch gar nicht lang. Hier geht's doch lang. Immer noch keine Aprikose. So, was mache ich denn jetzt? Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Noch ein paar Sachen sammeln. Was halt so rumzusammeln ist. Gott, mit Elliot habe ich noch gar nicht und Lea auch noch nicht. Ja. Oh. Yeah. Kannst ja, während du mit dem einen verheiratet bist, ja, dann muss ich mit dem rumflirten. Ja. Weißt du, ich habe Haley. Weiter oben, Emily. Ave. Und dann kommt Shane mit 3 Herzchen und der Rest ist so lala. Tja. Der Dehydrator ist noch nicht fertig. Schade. Ja, vielleicht am nächsten Tag dann. Oder das ist dann wie so, wie beim Weinfass oder sowas, dass das so ein paar Tage dauert. Soll ich mal einen Stör? Oh ja, warum nicht? Weil wir haben ja hier jetzt. Brauchen wir noch einen für Aal oder so? Mhm.
dass man den auch mal gucken. Müsste, könnte vielleicht tatsächlich passen. Lass die hier neben. Hm. Ich glaube, das sind 5 auf 5. So, was haben wir denn jetzt? Tag 9. Hm. Ja, 350, der Stör. Oh, 875. Für einen Silbersternstör. Ja, das ist natürlich dann schon. Das ist eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Ah, da müsste man jetzt den ganzen Sommer. Störe. Marus Geburtstag ist heute. Ja, da muss ich mich ja einschleimen gehen. Und morgen ist irgendein Fest. Ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Ich dachte. Das ist nur auch. Ist Energie. Fertig. Tonikum. Ah. Morgen versammeln wir uns am Strand. Okay. Die kommen da rein. Die drei. Nein, da. Schub, schub, schub. Okay. Habe ich denn noch? 12 Sommerkürbisse. Kann ich noch Melonen anpflanzen? Okay, die Tiere sind drin. Ah. Ist das nicht, wo Dimitrios sagt, dass sie zu haben wäre? Ja, oder ja, dass wir der perfekte Partner für... Ja, ja. Ich will das jetzt nicht. Auch glaube ich deine. Ach, warte mal. Ich kannst will, ich wollte doch erst verschieben, weil wenn ich jetzt kann nur ich verschieben. Möglich. Komme. In der Zwischenzeit. Oh, ich darf in ihr Zimmer. Cool. Ey, was ist das? Ein Geburtstagsgeschenk? Dann kann ich dir vielleicht eine Erdbeer geben, dann kannst du dich auch mit der anfreunden. Ja, ich habe auch Diamanten dabei. Achso, ja, das ist ja für die auch. So. Willkommen. Aber jetzt machen wir jetzt erstmal das Hofgebäude errichten. Und wir wollen den Fischdings-Gebäude bewegen.
Das ist die. Ja, die sind 5 auf 5. Okay. So. Und dann sollte das mit 5 ja, auf 5. Ja, ich wollte aber doch, dass die neben dem Gewächshaus. Achso, ich will es so anfangen. Hoch, ja. Ja, ist ja gut. Danke, das war schon. Und dann gehen wir hier raus. Komisch. Ich darf nichts verschieben, aber bauen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich darf nicht... Die Tür ist offen, aber ich darf nicht rein. Dann halt nett. Ich weiß nicht, wann die aus ihrem Zimmer kommen. Heute nimmer. So. Hat's halt Pech gehabt. Gibt's halt nix. Da gibt's andere Dinge zu tun. Oh, warte mal. Heute regnet's. Juhu! Weißt du, es würde mich nicht stören, ein Bauer zu sein. Irgendwie sieht es sowieso ein wenig nach Sport aus oder was Spaß. Ich mag es, draußen zu sein und Sachen mit meinen Händen zu schaffen. Muss ich wirklich voll haben? Ich gehe nochmal zu dem Fuzzi. Kannst du das mitnehmen, den... Was da fertig ist am Baum? Ja... Ah ja, ich versuche hier Dinge zu erledigen. Mann. Danke, Bobo, nimm das. Waschbär-Tagebuch. Der Waschbäranladen wurde erweitert. Und was macht das? Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Und welche? Erlernt. Jetzt gründen wir eine Familie. Okay. Das kannst du ja hier. Das weiß ich doch. Hier. Unkraut hat eine höhere Chance, Mischsamen zu bilden. Okay. Also. Hallo Sie. Tschüss, danke. Ein Schwein. Tja. Ich weiß nicht. Und was meinst du? Ich würde es vielleicht noch. Du meinst, jetzt müssen wir die Trüffel immer Gott weiß wo suchen. Damit ja auch noch einen Moment warten. Ah, jetzt gucken wir mal. Nein, ich möchte hier nur hier rein. Ja, jetzt ist wieder zu. Kommt ihr heute gar nicht raus? Ich war wahrscheinlich irgendwann mal draußen, aber da hatte ich halt auch andere Sachen zu tun. Dann kriegt sie halt ihren Diamant irgendwann anders, wenn sie mir über den Weg läuft. Hat Pech gehabt.
Ja, was habe ich denn noch? Was an? So, da kommt das da rein. Und der Käse kann gekauft werden. Ey. Puchtest hier mit deinem Schwert rum? Ja, ist halt so. Unglaublich. So, was habe ich denn jetzt immer noch? Frische Frucht. Die Aprikose. Noch das. Ah ja, die Level 100. Nix. Wir können ja, wenn es low auch ist, können wir in die Wüste. Können wir machen, ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Willst du dann wieder ein paar Treppen? Achso, ja, könnte ich bauen. Stein brauchen wir dafür. Perfekt. Ja. 99, oh Gott, 99 Stein brauchen wir für die Treppen. Ja. Aber keine Steine mehr. Da ist gerade Blitz eingeschlagen. Haben wir eigentlich einen Blitzableiter hier noch? Du brauchst 50% Rabatt auf Malons Fundservice. Wow. Da oben ist einer. Was? Nix, das ist einfach nur Gras. Geheime Notiz. Wenn du willst, kommst du mal schnell auf den Steinbruch und kannst dir einen Aquamarin einsammeln. Aha. Aha, aha, aha.
Willkommen im Club. Legen wir uns halt gleich hin. Bevor es beim Eintüten in die Kisten irgendwie noch einen Schwächeanfall gibt. Bin Sonic. Noch nicht so weit. Hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Lachsmahlzeit von Gas. So, ich hab keinen Platz. Das ist alles noch nicht reif. Achso, jetzt muss ich erst Sachen eintüten. Habe ich keinen Platz. So, die hast du jetzt alle schon. Okay. Ah, sehr schön. Die nächsten zwei Bäume werden auch immer größer, das ist gut. Was brauche ich denn? Ja. Ach, für die Rede. Du brauchst deine Spitzhacke. Die Schaufel? Wert. Schaufel. Du meinst die Hake, ja, ne? Ja, die Hake, ne. Nee, eigentlich nicht. Außer du willst unbedingt im Sand buddeln. Auf jeden Fall Sachen zum Essen. Ja, da hast du ja jetzt wieder Nachschub, ne? Ja, ich hab dir da, hier, zack, die nächsten 27. Lesen wir jetzt. Herbstfülle, Sonderbestellungen für die Kneipe, okay. Ach, die Palm kommt zum. Ich dachte, die wäre auch beim Luau. Tja. Jetzt noch hier. So. Du musst ja auch erstmal gucken, dass du Platz hast. Ja, ja, eben. Jetzt habe ich meine Hake nicht und hier sind Würmer. Wieder so. Die. Samen. Ja. Ah, ja, gemacht. Ja, du bist da 25. Mm.
ich dir die Treppen geben, hä? Warum? Naja, damit du ein bisschen... What the hell geht denn bitte hier ab? Sind es all die, die aufgetaucht sind, während du hier unterwegs warst? Und ich habe die Treppe genommen. Dann hast du die Treppe genommen und dann... Haben die da wahrscheinlich gedacht, ja, und vielleicht kommt ja nachher noch jemand. Ich würde jetzt die Treppe nehmen. Mhm. Ich muss den noch töten. Ich muss auch Schleime töten. Entschuldigung. Wollte halt helfen. Gut, ja. Oh. Dino. Ja. Hi. Ich hab schon keinen Platz mehr. Können wir direkt ausbrüten. Die Leiter. Kannst ja schon mal runtergehen, wenn du willst. Ja, ich muss ja gucken, dass ich mal. Ach Mist. Achso, hier ist. Deine Fahrstuhlebenen passt. Oh ja. Ja, super. Willi, stehe ich in die falsche Richtung? Keiner von denen will mal
eine Treppe fallen lassen, ja. Oder ist jetzt freigeschaltet? Ja, ja, für dich ist freigeschaltet. Ja, da hinten ist die. Mach keine Geräusche mehr. War direkt plupp weg. Kann ich nicht mitnehmen. Hier. Auf den Sand einschlagen bringt nichts. Nicht? Ja, sowas. Ja, aber Löcher wäre tatsächlich eine Idee. Ach so, ein paar Level. Oh. 13. Okay. 13, das ist natürlich super. Dann müssen wir es noch bis 55 schaffen. Also ich. Ja. Ich glaube, so weit müsste ich dann auch kommen. Also eine hätte gereicht. Du bist, glaube ich, bei 60, ne? Kann sein. Ich nehme mal ein paar Leitern. Treppen. Oh Gott. Das ist auch eine blöde Fledermaus. Ja, ja, die. Da ist ja noch so einer. Hier ist die Leiter. Bei den kleinen Levels ist das gar nicht so schlecht. Ja, ich bin 60. Muss ich die noch freischalten oder? Nee, wenn du dann wenn die Zahl da steht, dann hast du die. Dann hast du die. Oh, Leiter. Oh, cool. Ah, ich glaube, meins hat jetzt auch an Kapazität. Ah, hier ist ne. Ah, weißt du was? Wenn wir hier fertig sind. Noch ein Dino-Ei. Auf jeden Fall. Oh, das sind aber viele. Oh, da und Fledermaus.
du denn? Ich hab einen Teleporter. Brauchst du einen? Nee, ich hab einen. Deswegen wollte ich wissen, ob du einen hast. Ja, genau. Hängen bleiben. Ah, cool. Haben wir jetzt auf jeden Fall welche zum Rausbrüten. Ah, Sturm mit Donner und so. Ah, jetzt habe ich 590. Also, guten Morgen. Mir scheint es gut zu gehen. Die Farm sieht super aus. Prinz. Also, du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast, richtig? Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Okay. Um mit dem Schneiderhandwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere, ruf und schau, welches einzigartige Stil es gibt. Ja, ist ja schön. Hab ich kapiert. Habe ich noch irgendwas für hier? Nein. So, den Stoff tue ich in die braune Kiste, wo auch Holz und der ganze Kram drin ist und Steine. So, dann kommt hier das ganze Erz rein. Natürlich haben wir keinen Platz für Iridium-Erz gehabt, um das alles mitzunehmen. Aber das macht nichts. Ich glaube, die Melonen sind am nächsten Tag dann reif. Ja? Gar nichts. Ich sage mal gar nichts. Ist was passiert? Ja, nö. Ich hab nur Marmelade jetzt gemacht. Ach so. Ja, ich gerade die Kokosnüsse da in der Hand hatte. Ach so. Und eigentlich wollte ich da wieder frisch die Fischeier. Aber okay. In Ordnung, ja. Hab ich schon... Mann. Ich muss unbedingt jetzt aufräumen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Was wollen die Fischis denn da haben? Ich weiß es nicht mehr. Ach, eingelegtes Gemüse. Ach so. Da muss ich aber Kürbis nehmen. Ne? Ja, kannst du. Haben wir ja da. Ich glaube eins, oder? Ja, ja, ich denke.
würde jetzt immer gerne wissen, was man sonst mit diesem Dehydrator machen kann, außer getrocknete Früchte. Ob man noch was anderes machen kann. Eins. Okay. Muss halt bis nächste Woche warten. Ach Mann, was mache ich denn? Scheiß drauf. Batterie. Moment, da müsste noch weiter sein, oder nicht? Achso, die hast du bestimmt eingesammelt. Was? Die Batterie. Ja. Ah, den Kaviar brauchen wir da auch, ha? Hm? Na, komm. Ich habe noch keinen gemacht. Ja, du hast das aber. Vielleicht kannst du einen, weil ich habe von dem Stör habe ich schon. Und dann einfach da oben. Ja, ja, eben. Soll ich nochmal in die Wüste? Das bleibt dir überlassen. Und da ist jetzt die Mayonnaise noch. Zwei Fledermäuse. Achso. Ah. Oh Gott, da sind mehr. Ja. Diamant ist immer gut. Ja, Diamant ist gut. Ah, geile Notiz. Lesen wir gleich. Ich hab mir von Mama die Hammerhalskette geliehen, bla bla bla. Hier ist die Leiter. Ah ja. Ist doch gut, ist genau 70. Da komme ich doch nicht so. Na, du kommst dran. Komm nicht dran. Oh, guck mal. Was? Da ist eine Torte drin gewesen. Eine
pinke Torte. Vielleicht schaffen wir es ja dann 75. Auf die 75, ja. Hast du so ein nach Hause teleportieren? Ja, ja. Hier ist die Leiter. Hier ist auch eine Leiter. Komm mal. Ist bei mir auf der Seite. Ja, ich habe hier noch eine Fledermaus, die... Ach, die hat auch eine fallen lassen. Ah ja, klar. Vielleicht erstmal ein Schleim nach dem anderen. Ah, ich habe ein paar neue Ideen. Oh Gott. So wie du fuchtelst und ich fuchtel auch drum. Meins macht halt aber keinen Sinn. Hier ist die Leiter. Hier ist die Leiter. Oh Gott. Ah ja, natürlich haben wir jetzt hier den langen Weg. Die Frage ist, ob man vorher nicht trotzdem die Leiter findet. Die Leiter findet, ja, weil auch irgendwas die Leiter fallen lässt oder so. Ah, das ist aber nett. Na komm. Wie viel Platz? Ich habe noch genug Platz. Du hast noch genug Platz, okay. Ah, das ist nix. Ah, das ist ja cool. Achso, ist hier noch gar keiner? Yes. Nee, das ist 81. Und vorne die 80. Guck mal, hier ist die Leiter. Mal gucken, dass wir vielleicht noch auf die 85 schaffen. Ja. Weißt du was? Leiter. 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 85. Nur noch Mitte. Damit es dann schon mal erledigt ist. Dann sind wir ist. Von den 100 ja auch nicht mehr. Ja, eben. Ah, guck mal. Leiter. Ich glaube zwar nicht, dass wir es jetzt bis 90 schaffen.
Wobei, das ist eigentlich ein schnelles Level. Nur noch drei. Und ich dann eigentlich... Wenn du willst, kannst du ja runter. Ich habe noch nicht genügend Steine für einen... Ah! Leiter. 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 90. So, nach Hause. Aber das ist doch im Moment erfolgreich, ne? Ja. Die Pinkeltorte kannst du bei Helly dann oder so. Das überlege ich mir am nächsten Tag. Ja. Ja, nein, ich meine nicht. Ja, Verteidiger. So, entweder 15% mehr Schaden oder 25 Lebenspunkte mehr. Ja. Und, oh, Erzsucher, die Wahrscheinlichkeit, dass Kohle gefunden wird, ist verdoppelt. Metallbarren sind 50% mehr wert. Ey, ich verkaufe doch keine. Dann lieber, dass Kohle drin ist. Ich verkaufe doch keine Barren. Nein, nein. Wenn er mir erzählt hätte, ah, du kriegst immer zwei Barren raus beim Schmelzen, dann hätte ich gesagt, ja, sofort, bitte, danke. Oh, Alexis hat heute Geburtstag, Alexis. Oh, Flussschädel von der Katze. Klar und sonnig. Hi, ich hab zu viel Dünger für den Garten. Okay. Ah. Hab ich irgendwas? Ah ja, das Zeug ist kein Essen. Das kann nichts sein. Ich muss jetzt erstmal Dinge loswerden hier. Na, warte mal, die pinke Torte lege ich jetzt einfach mal hier rein. Dann haben wir hier Steine. Hier haben wir Erze. Könnte ich bitte damit aufhören? Willi, willst du da hinten drin haben? Du musst doch sowieso auch hocharbeiten. Ja, ja, natürlich. Du musst, du solltest... Ach, guck mal. Ah, sehr schön. Ich will doch da rein. Kann ich dem Dimitrios auch mal die Melone, auf die er schon ein Jahr wartet? Ja, das habe ich auch. Die Nutzpflanzen schauen. Ich brauche auch eine Melone. Ja, ich werde ja sowieso nicht alle. Davon gehe ich aus. Könnte man eigentlich nochmal Frischmelone machen? Es sind schon welche im Dings. Ja, ich meine für den... Ja. Es sind ja schon welche drin, aber man kann noch kaufen. Man kann noch kaufen und man. Ich habe auch noch 46. Aber da war vorhin kein Platz mehr. So, die da verkaufen. Und 40 verkaufen. Jetzt fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da kannst du ja 80, kann man 80 Dings holen. Nochmal 80 Melonensaat. Da müssen wir hinkommen mit. Ich brauche Eier. Ach so. So, Melonensaat. Oh nein.
Kann ich ihm jetzt kein Geburtstagsgeschenk machen? Wieso? Ich muss mir im Zweifelsfall Tickets kaufen. Oh, es regnet wieder. Mann. Heute so viel zu tun. Ey, ganz ehrlich, nur Hektik. Warum nicht ist der heute zu Hause? An meinen Geburtstag verinnert? Ja, natürlich. Ich bin gleich wieder da. Muss kurz zum Strand. Rot. Sehr schön. Ja, okay. 3 zu viel. Das macht nichts. Und weh, ich bin jetzt nicht... Oh mein Gott, was hier passiert? So. Ja. Kann ich nicht schon ein paar andere kaufen? Der Mel, der Schimmelmilch, was auch immer. Der Schimmelmilch? Der ist in der Kiste, wo ich eigentlich die Fischsachen, also für okay. Die, ja. Die da. So. Oh, ja. Oh, ich werde alles vorbereiten. Wir halten die Zeremonie in 3 Tagen ab, okay? Caro, das ist das Allerbeste, das je hätte passieren können, ja. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich auch nicht. Cool, Goldmilch gleich. Ah, ich hätte gerne gefrorene Träne. Ja, habe ich gerade eine dabei? Ah, natürlich nicht. Soll ich mir doch beim Buchhändler mal das etwas schneller laufen? Also, das könnte ich dann auch machen, ne? Ach, Dimitrios. Wo ist der? Anscheinend zu Hause. Ich hätte ich noch einsammeln können. Haben wir erstmal alle Aufträge abgehakt. Ein mysteriöser Hut. Radieschensaat, Luxusgeschwindwachs, gemischte Saat. Hm. Oh, Buch der Mysterien. Prismatische Scherbe. Die kannst du gleich auch im Kino abgeben. Die prismatische Scherbe? Ja. Gut, mach ich. Okay.
kamen zwei frische Kisten raus. So, haben wir noch was zum Abgeben? So. Das mysteriöse Buch. Aber. Oh, du hast gesagt, die prismatische Scherbe. Was fällt uns da denn jetzt noch? Eine Gold. 5 uralte Früchte in Gold. Größe, ein Schattenlachs in Gold und ein Wein in Silber. Und halt ein Kaviar. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das gelöst bekommen. Also, ich wollte das. Ich meine, den Schattenlachs könnte man bei der. Am Bahnhof. Wo du dann zur Hexe. Ja. Könnte ich mal probieren. Aber ja, im Zweifelsfall habe ich ja für zu Hause ein Teleport-Ding mit der Brille zusammen. Lass dich mal angucken. Du kannst nur entweder die Brille oder einen Hut. Schade. Sag mal, ich möchte. Sag mal. Du musst weiter zur Seite dann. Katzenfisch. Und ich habe gedacht, jetzt wäre es passiert. Könnte auch sein, in der Kanalisation, ja. Ach, ich probiere es ja trotzdem. Ich meine, den hätte ich ja auch schon raus. Das kann durchaus sein, ja. Achso, hast du jetzt meinen. Ja. Entschuldigung. Willst du dann in der Kanalisation ausprobieren? Kann ich machen, ja. Schön mal was nachgucken. Abigail ist hier nicht, okay. Passiert eigentlich, wenn man der Emily ihre Kette bringt, die Abigail verschlammt hat? Nicht der Emily. Entweder Caroline. Ach so. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube gar nichts. Im Prinzip. Die freut sich halt und fragt dich dann woher. Und dann hat sie sich auch denken können, dass das dann Epike ist, die sich die Kette wieder ausgeliehen hat. Was auch immer das ist. Ich glaube nicht, dass es ein Schattenlachs ist.
War das jetzt bei mir? Nee. Lachs. Ja, musst du dann halt mal gucken, was das für ein... Was? Ob der dann Gold... Ach, der muss Gold haben. Der muss Gold haben, ja. Boah. Jetzt sei doch nicht so... pingelig. Oder stur, oder... Okay, hier unten gibt es so Karpfen, glaube ich. Und das war ein Katzenfisch? Oh. Zum Kratzbaum fischen. Oh, Gold. Ja, dann weißt du ja schon mal. Sollen wir noch einen Tag machen? Ja, wir können noch einen Tag machen. Ah, den Katzenfisch könnte ich eigentlich auch räuchern, ne? Glaube ich. Ja, klar. Werde ich bald schon heiraten. Ja. Den ersten Kandidaten. Da, guck mal. Webstuhl. Webstuhl. Der Webstuhl. Und du kannst jetzt... Ja, das hattest du ja auch schon alles. Und sammeln. Regentoten. Oh, das ist gut. Wenn man dann sagen kann, hier, jetzt regnet es am nächsten Tag. Ja. Nicht schlecht. 30.000. Nicht schlecht, die Melonen sind halt... Hast du noch mal welche gekauft? Ja, die sitzen, sind ja auch schon gepflanzt. Also. Sonniger Tag und die Königin der Soßen. Ahornriegel. So, wo hast du die... rein? Lachsmahlzeit. Ich gebe dir diesen Ratschlag, weil ich dich mag. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiraten willst, musst du der Person... Sag mal, das ist schon gegessen. Triff mich heute Abend nach Sonnenuntergang in der Kneipe. Alex. Aha. Will ich das? Ach so. Wenn ich dran denke. Ja, bestimmt. Ach, guck mal. Kürbis. Was ist denn? Ist hier schon was geschlüpft worden? Schnell. Ich habe nämlich noch einen Dino-Ei.
Dann packe ich das hier in die erste Kiste. Also nach Sonnenuntergang. Mhm. Also wahrscheinlich so ab 8 oder so. So. Brauchst du noch Eier? Nö, weil ich heirate den ja. Du heiratest, genau. Wobei, ja, ich habe ja eigentlich noch Eier. Parat oder so. Okay. Heißt, du warst jetzt aber auch nicht bei den Kühen? Nee. Ich hab halt ja auch Dinge ja, zu tun. Ja, du hast Dinge zu tun. Jetzt fehlt entweder das hier. Ja, den da kriegen wir sowieso. Und die müsste eigentlich auch kein Problem sein. Dann muss man nicht unbedingt zwingend schnell den Keller ausbauen. Ich mal hier vorbei. Ob der zu Hause ist? Nö, natürlich nicht. Es ist verschlossen. Ich will aber jetzt in die Kneipe. Vielleicht ein bisschen früh. Am 16. wird geheiratet. Ja, der den Dimitrius will, die Dings haben. Und der ist noch wahrscheinlich zu Hause, ja. Soll ich das lesen? Ja, ja, mach. Oder... Nee, das kannst du lesen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Was wollt ihr denn machen? Ah, der ist da. Achso, ich wollte mal gucken. Nein. Eine Uhr alt. Warte mal. So, warte mal, den Maru war doch hier auch. Ja doch. Mit dem halt dann einen komischen. So, ach, die Kaktusfrüchte sind ja schon wieder. Wo ist denn diese uralt? Die ganz hinten. Ah, okay. Hm. Oder soll ich da warten, bis du das... Was, die, du meinst die... Ne, du brauchst doch... Du brauchst doch auf jeden Fall zum Aufsteigen, oder nicht? Hm. Falsch. Ich kann ja mal gucken. Hofarbeit. Sammeln ist noch nicht voll. Ah, das ist Axteffektivität oder was? Jetzt gucke ich mal, wo ist denn die Epigale? Da, bei Pierre. Bei Pierre, also oder nicht... gerade draußen oder so? Ja, ja, die rennt hier gerade rum. Da. Also ich finde das toll, diese... auf der Karte zu gucken, wo... Ja, ja, das ist super praktisch. Dann musst du nicht immer einmal durch die ganze...
ganze Welt rennen. Und dann findest du sie eh nicht. Ja, weil sie dann gerade irgendwie in irgendein Gebäude rein sind oder es ist dann zu spät und dann kommst du nicht mehr hin. So, ja. Guck ich mal, ob ich es noch schaffe auf die 100. Ein Loch. Ach, drei Ebenen, immerhin. Video nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir der Treppe gleich liegt. Natürlich in die falsche Richtung wahrscheinlich gelaufen. Ach, da ist sie. Habe ich schon keinen Platz mehr. Dann biegt man die Saat raus, die brauche ich nicht. 95. So, ja. Sonnenuntergang. Hätte ich wieder fast vergessen. Prismatische Scherbe. Aha! Ja, okay. Ich hätte noch einen größeren Tisch. Damit wir uns mit dem Megafon fixen können. Durch ein Loch. So, 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 du hast es also eben geschafft. Danke, Gast, das war großartig. Und hier, bla bla bla. Das ist nett, ich habe hier noch nie zuvor gegessen.
des Versuchs, das Hilfe in die Höhle einzutauchen. Ich musste mir in den eigenen Augen sehen. Hahaha. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Das ist aber schlau. Obwohl natürlich ein paar Ebenen tanken. Trotzdem ist es sicher mehr gearbeitet. Die Sterne zusammen, ja. Gut, geh jetzt zum Tisch. Trinke die besondere Milch. Iridium-Schlangenmilch. Gluck, 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 gluck. Und dann muss ich irgendwie eingeschlafen sein. Nochmal 25. Ja, jedenfalls. Viel Glück da draußen, genau. Ich habe diesen privaten Raum reserviert, damit wir reden können. Also, was will jetzt Emily hier? Ach so, die bringt jetzt was zu essen. Einmal Grünkohl, Walnuss-Salat für die Dame. Und ein gegrilltes Steak für den Herrn. Ich will aber einen Hamburger. Danke. Warum kriege ich denn Grünkohl? Scheiße. Also, was ich sagen wollte. Ja. Als ich dich das erste Mal getroffen habe, fand ich dich wirklich niedlich. Normalerweise, wenn ich für jemanden schwärme, geht das Gefühl recht schnell wieder weg. Aber du warst ja ständig da und hast mich genervt, also konnte ich gar nicht weggucken. Ja, so bin ich halt. Aber bei dir wird es immer intensiver. Aha. Mir geht es genauso. Es tut mir leid, ich erwidere deine Gefühle. Was? Nö. Wir heiraten doch. Ja. Ich kann nicht glauben, dass wir so lange dafür gebraucht haben, das zu sagen. Ja, ich wollte nur nicht, dass mein Grünkohl kalt wird. Krop, krop, krop. Das ist aber dann richtig gut durch, oder? Dieses Steak ist außergewöhnlich gut. Kannst du diese würzige Soße riechen? Kommt der auch mit? Der Hund. Ja, mit Sicherheit. So, und jetzt? Fertig. Ja, als ob nichts gewesen wäre. Yep. Naja. Ah, ist auch cool, ne? Kokosnuss-Chili. Badam-bam, badam-badam-bam. Soll ich das mal verkaufen? Ja, verkauf das. Oder ist das irgendwie grün? Nee, das ist so das Rote, ne? Das ist braun. Aber schön, dass man noch mal essen war, bevor man heiratet. Ja, ich denke, da hat sich was überschnitten. Ja, ich hatte das, das ist halt das letzte Herz, glaube ich. Ja. Für die... Und ich habe vorher dann schon, ja. Ja, vorher, was wäre denn passiert? Hätten wir dann noch geheiratet? Wenn ich gesagt hätte, ich erwidere deine Gefühle nicht? Gute Frage. Ich hätte das auch niemals gemacht, glaube ich. Ja, nee. Gut. So, aber dann machen wir hier dann auch wieder Schluss und so weiter. Und ja, und dann sehen wir uns entweder live auf twitch.tv/Celebworth oder wieder hier auf YouTube. Es darf natürlich überall gerne gefolgt und abonniert werden. Es darf auch kommentiert werden und Glöckchen gedrückt und Daumen hoch gegeben und so weiter und so fort. Das würde uns einfach freuen. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Resttag. Habt noch eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.